Der BYD Seal. Das 2025er Facelift wurde jetzt offiziell auf den Markt gebracht, das mit modernster Silizium-KB-Technologie und einer 800-Volt-Plattform ausgestattet ist. Die Elektrolimousine verfügt jetzt über einen auf dem Dach montierten LiDAR-Sensor, eine Premiere für BYD-Limousinen, der die Advanced Driver Assistance-Funktionen verbessert. Auf diesem Kanal erfahrt ihr immer die aktuellen Infos zu den neuesten Autos, also lasst ein Abo da, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und jetzt erfahrt ihr alles, was man über das neue Facelift vom Seal wissen kann. Ja, Party 12! Der 2025er Seal behält seinen ursprünglichen Namen trotz anfänglicher Pläne, ihn in Seal 07 EV umzubenennen. Diese Entscheidung erfolgte als Reaktion auf das umfangreiche Feedback von BYD-Kunden, die den bekannten Namen Seal bevorzugten. Seit der Einführung im Inland in China konnte die ursprüngliche BYD Seal EV-Limousine bisher nicht die Top 10 Bestsellerliste knacken. Es bleibt abzuwarten, ob dieses aufgefrischte Modell diesen Fluch brechen kann. Die E-Limousine verfügt jetzt über einen LiDAR-Sensor, der die ADAS-Funktionen verbessert. Diese Ergänzung verbessert die autonomen Fahrfähigkeiten des Fahrzeugs erheblich und integriert sich in das D-Pilot 3.0-System der Stufe L2+. Dieses System umfasst Hochgeschwindigkeits- und Stadtnavigationsfunktionen mit Autopilot und Automated Valet Parking. Zu den markantesten Änderungen am 2025er Seal gehören ein neues Heckemblem und neu gestaltete Räder. Andere intelligente Fahrversionen werden über zusätzliche Kameras verfügen. Standardmodelle können optional mit Karosserie-Radargeräten, Dachfenstern, silbernen Seitenfensterverkleidungen und neuen Radoptionen ausgestattet sein. Der Seal verfügt jetzt über ein neu gestaltetes Interieur. Die Änderungen sind aber eher subtil. Es hat also ein markantes, unten abgeflachtes Vierspeichenlenkrad und den ikonischen zentralen und schwebenden Bedienbildschirm von BYD, der sich auch noch drehen lässt. Der Innenraum umfasst eine minimalistische Mittelkonsole mit physischen Tasten, versteckten Klimaanlagen, Auslässen und kabellosen Ladepads. Alle Modelle sind serienmäßig mit 13 Airbags und einem W-Head-Up-Display ausgestattet. Außerdem gibt es noch ein Panoramaschiebedach mit elektrischem Sonnenschutz. Habt ihr eigentlich schon die T-Shirts und Pullis mit Project Drive Design gesehen? Da gibt es zum einen das herkömmliche Logo und den Elektronauten. Neu dazugekommen ist das Space Nebula und Comic Design. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Der 2025er BYD Seal behält die aktuellen Abmessungen von 4,8 Meter Länge, 1,87 Meter Breite, 1,46 Meter Höhe und einen Radstand von 2,92 Meter und stellt so die Kontinuität von Design und Größe sicher. Der Seal 2025 bietet zwei Batterieoptionen, 61,44 Kilowattstunden und 80,64 Kilowattstunden, was eine CLTC-Reichweite von 510 bis 650 Kilometer bietet. Das Basismodell verfügt über eine Heckmotorvariante mit 170 kW oder 228 PS, während leistungsstärkere Versionen optional mit 230 kW oder 308 PS ausgestattet sind. Die Top-Ausstattung leistet 390 kW oder 523 PS mit Allradantrieb. Der Seal basiert auf der E-Plattform 3.0 Evo, der gleichen Plattform, die auch für den Sea Lion 07 verwendet wird. Das Fahrzeug verfügt über ein 1200 Volt SIC-Steuerungssystem und einen Hochleistungsmotor mit 23.000 Umdrehungen in der Minute mit einer Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 3,8 Sekunden. Es nutzt außerdem die Cell-to-Body-Batterie-Integrationstechnologie, ein fortschrittliches Wärmepumpensystem mit breitem Temperaturbereich und unterstützt die 800-Volt-Technologie, was eine Aufladung von 10-80% in nur 25 Minuten ermöglicht. Der 2025er Seal profitiert von einem verbesserten Chassis, das über das DESAS-C-System von BYD verfügt. Dies verbessert die allgemeine Anpassungsfähigkeit, Stabilität, den Komfort und das Handling der Federung. Auch die Allrad-Variante verfügt über dieses fortschrittliche Dämpfungsregelsystem.
Der 2025er BYD Seal startet in China bei 22.500 Euro für das einmotorige 61,44 Kilowattstunden Modell. Die anderen Ausstattungen verfügen alle über eine 80,64 Kilowattstunden Batterie. Das nächste Modell kostet 24.200 Euro, dann 27.700 Euro und schließlich 30.600 Euro für die Top-Version mit Doppelmotor. Den Seal gibt es jetzt mit 800 Volt. Was haltet ihr davon? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!